So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. In der letzten Folge haben wir den sehr coolen Spiegelschild bekommen. Und damit haben wir alles. Damit sollten wir erstmal alle Ausrüstungsgegenstände haben. Und, wo ist... Ah ja, die Karte kann ich nicht sehen. Ja, wir gehen mal kurz in den Tempel zurück. So, im Tempel wieder, kann ich natürlich jetzt auf die Karte schauen und wir sehen halt einfach, okay, ein paar Kisten gibt es noch und es gibt noch einen Stockweg, auf dem wir noch gar nicht waren. Und ich hatte jetzt die Frage, wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich durch die anderen Räume. Und wir werden uns weiter umschauen. Auf jeden Fall denke ich, dass das nicht mehr allzu lange gehen wird hier. Und dementsprechend schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Also die Kisten hatte ich hier gefunden. Wie gesagt, es hat die. Ich muss jetzt den guten Herrn hier ausgraben, damit er auf den Schalter kommt. Aber nee. Das ist egal. Ich sehe gerade, das ist völlig egal. Gehst du zurück? Natürlich nicht. Dann explodier. So. Gibt's noch ein paar Bomben. Die Sache ist, mit dem Spiegelschild können wir jetzt nichts machen, weil wir das Big Rune Schwert ausgerüstet haben. Muss ich kurz das Master Schwert ausrüsten. Dann können wir nämlich das Schild nutzen und dann können wir die Sonne aktivieren. So, das heißt, ich werde trotzdem weiter das Big Rune Schwert führen, aber für Sachen, wo wir das Spiegelschild brauchen, werde ich natürlich wechseln. So, und dann können wir diese Kiste hier öffnen, in der ein kleiner Schlüssel ist. Wie schön. So, das heißt, wieder eine Kiste erledigt. Und ja, ich denke, dann können wir jetzt auch erstmal nur zurückgehen. Genau, und dann können wir in diesen Raum hier rein. Okay, hier ist jedenfalls so einiges. Ja, ist doch gut, mein Freund. So, okay, wir haben mittlerweile wieder ein paar Bomben, weil ich werde die schon ganz gerne erledigt haben. Sehr schön, weg mit dir. Steuerung ist mal wieder on point. So. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier hochkommen. Ohne, dass wir runterfallen. Sehr schön. Ah. Ja, das wird nicht gut ausgehen. Okay. Kann ich hier hoch? Ja, danke. Weg mit dir. So, schnell hier hoch. Oder auch nicht. Okay, der Raum macht mich gerade fertig. Ich warte mal ganz kurz, bis das wieder zurückkommt. Es ist halt nervig, so eine Wand, die sich bewegt. Das sind ja auch so Sachen, die vergisst du. Die vergisst du einfach. So, weiter nach oben. Zum Glück bleibt dieses Mittelstück drinnen. Wäre die Spinne nicht gewesen, hätte ich es direkt im ersten Anlauf geschafft. Aber hey, was soll man da machen? So. Sehr schön, weg mit dir. Und weg mit dir. Ich höre hier halt noch irgendwie. Ja, ist doch gut. Ich will die Bomben haben. Okay, wir haben da drüben noch was.
Und ich weiß nicht, ob hier noch eine Skulptur ist. Oder ob das die Wand ist, die diese Geräusche macht. Aber ich glaube, das ist die Wand. Okay. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Auf jeden Fall müssten wir, glaube ich, jetzt im höchsten Stockwerk sein. Genau. Hier gibt es halt noch zwei Kisten. Und hier ist noch was zu. Deswegen gehen wir erstmal nach hier. Ja, ist doch gut. So, gehen wir erstmal hier durch. Ernsthaft? Weg mit dir. So, ich denke, hier brauchen wir wieder ein Spiegelschild. Also ab aufs Masterschwert wechseln. Ist jetzt ein bisschen viel Gewechselrei. So. Ich stehe nicht im Licht. So. Ah, da irgendwo. Ich komme aber nicht darüber. Ah, ist ein bisschen tricky. Muss halt im Lichtkegel stehen. Ah, ich komme da nicht hin. Ich krieg auch. Ja, ich glaube, jetzt habe ich eine relativ gute Sicht. Okay. Irgendwo ist eine Kiste gespawnt. Hier hinter uns. Ah, ist klar, ein paar Bomben. So, jetzt können wir hier weiter. Erstmal ein paar Gegner erledigen. So. Oh, Pfeile. Kommst du runter? Okay, ich komme nicht mehr ran. So, bitte das einmal aufsprengen. Sehr schön. Gucken, wie ist hier. Verzieh dich. Oh meine Güte. So, dann können wir nämlich das hier weiter drehen. Ja. So, ich glaube, das ist jetzt ganz gut vorbereitet. Ich mag solche Spiele mit Lichteinfall und sowas. Und das ist voll mein Ding. Das sind coole Rätsel. Und ja, ist doch gut. So, kriege ich immerhin Magie zurück. So. Irgendwas Wichtiges drin gewesen. Ja, Magieherzen. So. Können wir uns jetzt hier hinstellen? Und es geht runter. Weiß gar nicht, will ich schon runter? Ah, okay, ich weiß, was hier kommt. Ich wollte aber eigentlich noch nicht runter. Egal, machen wir es. Denn das Gesicht zerfällt beim Anblick des Sonnenlichts. Und dort
ist, wie man gut erkennt, der Bossraum. Ich weiß halt gerade nur nicht mehr, wie man da hinkam. Gab es hier noch irgendwas? Na egal, ich muss eh runter, weil ich muss nochmal den Weg hochlaufen. Also eventuell wird es dann in der nächsten Folge soweit sein, aber wie gesagt, wir haben den Boss-Key noch nicht. Und deswegen müssen wir eh nochmal hoch. Ich hoffe, ich finde den Weg wieder. Es wäre jetzt hart doof, wenn das nicht der Fall wäre. So, du kannst mir mal getrost am Popo. So, genau. Dann geht es nämlich diesen Weg hier hoch, ne? Oh nein. Sehr schön. Ja, du doofer. So, weg mit dir. Ernsthaft. Ah ne, warte. Die Skulptur ist bestimmt... Ich wusste, dass sie wieder da ist. Was war das denn? So, ein bisschen warten, müssen wir diese Wand halt wieder machen. Obwohl ich glaube, ich könnte mich auch einfach mit dem Enterhaken hochziehen. Aber okay, jetzt machen wir es halt so. Warten kurz. Aber ich glaube schon, mit dem Enterhaken kann man sich nach ganz oben ranziehen. Fällt mir halt jetzt auch erst ein, nachdem ich zum zweiten Mal das Ding hier mache. Aber okay. Mich soll es nicht stören. Wir sind ja wieder oben. Ich werde jetzt einmal durchrennen. Weil diese Tür habe ich nicht geöffnet. Und das müsste ja relativ einfach mit dem Wiegenlied gehen. Genau. Ach du Heilige, was haben wir denn hier für einen Raum? Nehmen wir erstmal unser fettes Schwert in die Hand. So, stirb. Beruhig dich. Weg mit dir. Und du noch. So. Am Anfang denkt man halt wirklich so, okay, was soll der Schmu? Okay, damit komme ich da nicht hoch. War das wieder so, dass hier was mit dem, dass hier was versteckt war? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube nämlich fast ja. Nehmen wir mal den Hammer, das sind fast alles Fake-Türen. Weg mit dir. Ich habe keine Ahnung, was das Richtige war. Ich zerstöre jetzt einfach alle Fake-Türen und dann werden wir es ja wissen. Auf jeden Fall haben wir ja hier den Schlüssel. Ah, alles klar, das ein Auge hinter gewesen. Theoretisch müsste mir das Auge der Wahrheit das aber anzeigen, wenn da sowas ist. Hat es aber nicht. Fehler? Ich bin mir nicht sicher. Normalerweise hätte es mir anzeigen müssen. So. Jetzt kann ich nämlich da hoch. So. Ja, bitte. Steuerung. Sei kein Arsch.
So, schnell zur Kiste. Und uns den Boss-Key holen. Weil ohne den geht's halt nicht weiter. Sehr schön. Dann können wir hier wieder raus. Und ich glaube, jetzt haben wir auch alles, oder? Ja, dort haben wir... Da ist noch eine Kiste. Die muss ich mir irgendwie noch krallen. Aber ansonsten haben wir alles. Also nur im Boss... Also vorm Bossraum eine Kiste. Ansonsten haben wir alles. Es läuft ja eigentlich ganz gut. So. Können wir direkt runter. Wenn das Seil nicht wäre. So, ist halt die Frage. Da irgendwo in der Ecke soll noch eine Kiste sein. Aber, warte mal. Zum Auge der Wahrheit vielleicht? Ja, klar, mit dem Auge der Wahrheit. Ziemlich... Sehr schön. Okay, doch von der anderen Seite. So, nochmal ein bisschen Geld. Aber jetzt haben wir alles. Jetzt sollten wir alles haben. Ich frage mich halt nur, wie komme ich nochmal in diesen Bossraum rein? Das ist gerade die Frage. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Irgendwie muss das ja möglich sein. Von unten auf gar keinen Fall. Es muss halt schon von oben sein. Aber ich glaube, ich muss da nochmal von unten rein. Es tut mir leid, dass ich jetzt wieder so ein bisschen hier so ein bisschen rumeiere. Aber wie gesagt, für mich ist der Dungeon so gut wie blind. Deswegen verzeiht mir bitte. So. Sag ich ja, dass man das ganz einfach mit dem Fanghaken ein bisschen schneller über die Bühne kriegen kann. So. Meine Bedenken bezüglich des Bosses sind, wir haben nur eine Fee und wir haben nicht gerade viele Herzen, weil ich ein ziemlicher Idiot bin. So. Ist halt die Frage, wie kommen wir jetzt... Vielleicht muss ich hier noch irgendwas machen. Mit dem, mit dem Spiegelschild. Ich glaube aber fast nicht. Ich glaube, wir müssen da nur irgendwie rüberkommen. Wir probieren es mal mit den Gleitstiefeln. Oder da können wir uns da festhalten. Das wäre ja das Einfachste. Uns da irgendwo festzuhaken. Ja, geht doch. Okay, das heißt, wir können in der nächsten Folge zum Boss gehen. Ich würde jetzt die Folge an dieser Stelle beenden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Like und in der nächsten Folge machen wir dann den Boss fertig oder die Bosse. Ein kleiner Spoiler. Obwohl, man hat sie ja schon gesehen, deswegen ist keine große Überraschung, wer hier der Boss ist. Und dementsprechend wünsche ich euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das Video gesehen habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time wieder. Hinterlasst doch ein Like und macht's gut und bis dann.